Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und seit langem zu dem sich schon so oft gewünschten Alle meine Pferde-Video. Heute beginnend mit Teil 1 meinen Winterpferden. Wir haben ja immer noch so ein wenig Winter, kann man sagen. Teilweise außen ein wenig mehr, als wir eigentlich das Ganze meteorologisch hier haben. Aber deswegen dachte ich mir, fangen wir einfach mit dem Block meiner Winterpferde an. Da haben wir ja einige. Winterpferde sind übrigens mit die neuesten Pferde, denn die Winterpferde gibt es noch gar nicht so lange. Also es gab früher noch gar keine so alten Winterpferde. Deswegen sind die Winterpferde tatsächlich noch teilweise auch sehr, sehr neue Pferde von ihrer ganzen Art her. Fangen wir einfach hinten links an mit Sweet Harmony. Sweet Harmony ist mein Fawncy, wie ihr hier sehen könnt. Das Fawncy war das Rehpferd. Also wenn ihr euch das Ganze mal anschaut, seht ihr hier die Form, die damals, ja, damals hatte man sich so ein bisschen gewünscht, dass das Pferd vielleicht auch noch ein bisschen mehr Züge hat, außer das Fell vom Reh. Aber es ist trotzdem eigentlich ein ganz süß gestaltetes Pferd gewesen von der Art her. Ähnliches gilt für Cold Kiss. Cold Kiss ist das Pferd, was sozusagen so eine kleine Ziege ist, denn Cold Kiss ist nämlich das Heidrun. Und das Heidrun ist sozusagen, hier wie ihr seht, halb Pferd, halb Ziege. Hat auch eine richtig coole Fellmaserung, fand ich damals schon mega nice, auch mit dem Winterset, was ich hier gerade drauf habe zusammen. Muss ich sagen, war das immer eins der Pferde, die ich eigentlich von der ganzen Art her mega cute gemacht fand. Auch eben von seinen Zöpfen hier, die es hat, war das Heidrun schon immer ein Pferd, was ich eigentlich von der Art her sehr, sehr nice fand. Gehen wir erstmal einen Schritt weiter zu den älteren Pferden. Und da haben wir Gold Shadow, nämlich das Shadow Shield. Damals gab es ja zwei Varianten davon, die so ein bisschen wie dieser Weihnachtsbaumschmuck gemacht waren. Und das waren einmal diese beiden Varianten hier. Also bei mir die Version des Gold Shadow, also meines Schattenschilds. Es gab ja dann diese beiden Varianten. War damals so ein kleiner Aufreger, die beiden Pferde, da sie halt für Winterpferde doch recht unspektakulär waren, aus dem einfachen Grund, da sie, obwohl sie ziemlich cool aussahen von ihrer Art her, eben gar nicht so winterlich waren von ihrer Art her. Aber kommen wir zur Grass Tornado, meinem Brinicle. Und das Brinicle wurde damals, als es angekündigt wurde, schon so als Einhorn geteasert. Ihr seht es selber. Es kam, vor allem gerade von seinem ersten Schattenbild, was wir damals hatten, hatten viele Leute vermutet, oh mein Gott, es kommt tatsächlich das Einhorn ins Spiel. Und so sehen wir hier das Brinicle. War von der Art her ein richtig lustig gemachtes Pferd, eben hauptsächlich wegen seinem Gag, dass es irgendwie halt ein Einhorn ist, ohne wirklich ein Einhorn zu sein. Aber wo wir gerade schon bei Einhorn sind, kommen wir zu meinen neuesten Pferden im Bunde des Winterpakets, nämlich Winter Magic, meinem Einhorn. Und tatsächlich dieses Mal meinem wirklichen Einhorn. Denn Star Stable hat sich dieses Jahr wirklich dazu entschieden gehabt, ein Einhorn ins Spiel zu bringen. Wo einige Aufreger drüber waren, war dieses kleine Barthärchen. Denn das hat nämlich den Leuten gar nicht so gut gefallen. Und deswegen war das Sylvan Unicorn, das sylvanische Einhorn, nämlich bei einigen Leuten dann doch so ein bisschen unten durch, genau wegen dieser Sache. War das erste Pferd mit seinem Pendant, mit seinem Gegenstück dazu, was dann nämlich hier dieses Glitzern, dieses Leuchten auch nicht nur an den Hufen, sondern eben auch hier oben unter der Mähne hatte. Und deswegen kam es da auch sehr, sehr gut an, weil gerade wenn es dann nämlich ein wenig dunkler wurde, habt ihr dann, wenn ihr das nämlich hier mal gesehen habt, wenn man das Ganze mal ein wenig dunkler macht, kann man jetzt hier im Stall wenig machen. Aber da hat man dann doch schon nochmal gesehen, wie cool das teilweise dann eben geleuchtet hatte. Hier so ein bisschen, man kann es jetzt ganz gut erahnen. Drunter genauso natürlich wie
das Horn im Dunkeln leuchtet. Die zweite Sache, die es dieses Jahr gab und mein absoluter Favorite von den Winterpferden, ist Snowflake, mein schneebedeckter Easy. Und ich bin sowieso der absolute Easy-Fan. Und da war natürlich dieses Pferd hier ein absoluter Must-Have-Kauf für mich. Denn dieses Pferd, das sogenannte Catur, wenn man das so betiteln kann, ist ein Easy, der die ganze Zeit, das ganze Jahr über ein wenig Schnee mit sich bringt. Und deswegen fand ich ihn auch natürlich als Easy-Lover, als einen absoluten Pflichtkauf. Und deswegen kann ich sagen, von meinen 6 Winterpferden ist das Catur definitiv mein Favorite. Pferde, die aber meiner Meinung nach auch halt wirklich immer gehen, sind Pferde eben wie das Hydron oder auch natürlich das Fawnsie, die beide sehr, sehr schön gemachte Pferde sind. Generell kann ich sagen, dass meine 6 Winterpferde immer zu Pferden gehören, die ich sehr, sehr gerne reite. Jedes einzelne davon verbindet man irgendwie so eine gewisse Geschichte und ich muss sagen, dass ich auf alle eigentlich so stolz bin, dass ich sagen kann, jedes dieser Pferde war ein absoluter Liebhaberkauf und keines davon bereue ich jetzt rückwirkend gesehen, denn irgendwie ist jedes und eben besonders mein schneebedeckter Easy absolut Pferde, die ich super, super gerne bei mir im Stall habe. Ich bin gespannt, was euer Favorite der Winterpferde, die ich jetzt hier bei mir im Stall habe, oder natürlich auch, wenn ihr ein anderes habt, was euch sehr gut gefällt, schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann machen wir beim nächsten Mal mit einem weiteren Block aus magischen Pferden, weil ich habe eine ganze, ganze Menge Pferde. Diese Reihe wird noch eine ganze Weile gehen, immer in so kleineren Blöcken aus Pferden. Aber ich kann sagen, dass ich das sehr, sehr gerne mache, um auch nochmal so ein bisschen Revue zu passieren, was ich alles hier mit diesen Pferden eigentlich so durchgelegt habe. Und dann setze ich für euch gleich jetzt nochmal alle diese 6 Pferde so ein wenig in Szene, dass ihr sie auch nochmal natürlich in Bewegung sehen könnt. Ich sage danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. So we messed up. You are not easy to please, to please, to please. Yeah, yeah, yeah. The things I used to love with you just no longer do. And I know that it's the same for you. Yeah, you feel it too. Run away, run away, oh, oh. Can't lay eyes on you one more day.
make it fast right next to this black fire. It's just you and I.